Wenn Sie demnächst außer Haus gehen, dann können Sie auf jeden Fall schon die Sonnenbrille bereithalten. Und es wird außerdem noch sommerlich warm heute. Schönen guten Morgen beim Wetter. Ja, und auch in den Landeshauptstädten steigen die Temperaturen jetzt schön langsam nach oben. Also immerhin sind wir schon überall zweistellig. Aber die Nase vorn hat wieder unser Wiederholungstäter Wien. Wien hat ja schon in den letzten Tagen immer wieder das Temperaturrennen angeführt. Und so auch heute mit angenehmen 15 Grad im Moment. Was bringt dieser Freitag sonst? Es geht in ganz Österreich mit Sonnenschein in den Tag und zum Teil ist es sogar wolkenlos. Nur im Westen zeigen sich schon ein paar Wolken am Himmel. Am Nachmittag entstehen dann hier im Westen auch ein paar Quellwolken und einzelne Schauer. Am Abend sind auch zum Teil Gewitter und kräftige Windböen mit dabei. Davor wird es aber noch einmal warm heute mit Sommertemperaturen in ganz Österreich. Und rund um Salzburg schaffen wir sogar wieder 30 Grad. Das könnte heute wieder eine spannende bzw. aktive Nacht werden. Zumindest für alle, die den Vollmond spüren. Gehören Sie dazu? Heute ist es jedenfalls wieder soweit und ja, bei diesem Thema scheiden sich die Geister, ob der Mond uns nun tatsächlich beeinflusst oder eben nicht. Jetzt geht es aber vielmehr darum, wo tatsächlich wissenschaftlich und eindeutig belegt ist, dass der Mond seine Finger im Spiel hat bzw. mitverantwortlich ist. Aber für welches Phänomen? A. Den Luftdruck. B. Die Gezeiten, also Ebbe und Flut. C. Gewitter oder D. den Wind. Vielleicht haben Sie ja eine Tendenz oder Intuition und würden außerdem gern zwei Guten Morgen Österreich Kaffeetassen gewinnen. Dann sind Sie auf unserer ORF-Facebook-Seite wieder genau richtig. Dann nehmen wir jetzt Ihre Antworten entgegen. Ja, und das Rätsels Lösung gibt es dann wie immer in einer halben Stunde hier bei mir. Jetzt schauen wir aber auch gleich noch, wie es am Wochenende beim Wetter wird. Morgen Samstag erwartet uns ein eher durchwachsener Tag. Es gibt mehr Wolken und auch ein paar gewitterige Schauer sind dabei. Gleichzeitig gehen die Temperaturen mit dem lebhaften Nordwestwind auch eine Spur zurück. Am Sonntag dann wieder ein richtiges Bilderbuch-Tagerl mit Sonne pur in ganz Österreich. Die meiste Zeit ist es sogar wolkenlos und auch die Temperaturen sind wieder ganz und gar auf Sommer eingestellt mit Badewetter und 26 bis sogar 30 Grad im Westen. Also der Vatertagsgrillerei bzw. ihrem Sonntagsausflug steht wettertechnisch jedenfalls nichts im Weg. Mit diesen Aussichten wünsche ich noch einmal einen schönen guten Morgen Österreich. Kommen Sie gut rein in diesen Freitag und bis in einer halben Stunde dann hier beim Wetter.